Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute die Sommertorte überhaupt und zwar zeige ich euch heute meine Kokosblit Toffifee-Torte. Viel Spaß! Wir machen eine No-Bake-Torte, das heißt wir brauchen Kekse und zwar habe ich hier 150 Gramm Butterkekse und 80 Gramm flüssige Butter, die sollte aber nicht mehr heiß sein. Dann für die Creme brauchen wir 300 Milliliter Sahne, 12 Blatt Gelatine oder 2 Päckchen gemahlene Gelatine, 400 Gramm Schmand, 150 Gramm Naturjoghurt, eine Dose Kokosmilch, 140 Gramm Zucker, den Saft einer halben Bio-Zitrone, 150 Gramm Schokoladenstreusel und wer mag, noch so ein Schnapsglas Kokoslikör. Dann für die Verzierung 150 Milliliter Sahne, ein Päckchen Vanillezucker, dann die neuen Toffifee mit Kokosnuss und dann noch 7 Erdbeeren für die Verzierung, damit es ein bisschen schöner ausschaut. Und eine Handvoll Kokosraspeln. Ja, und dann legen wir auch schon los. Keksboden ist immer voll einfach. Einfach eure Kekse nehmen. Ich hatte jetzt Butterkekse, ihr könnt aber auch andere Kekse nehmen. Ich gebe sie in einen Gefrierbeutel und hau da ordentlich mit dem Fleischklopfer drauf. Und zwar so, dass wir richtig schöne Größen haben. Ihr könnt es auch fein malen in einer Maschine. Ich mag das aber nicht so. Ich habe immer lieber wenig so Krümel mit drin, so, oder besser dickere Brocken. Die kommen dann in eine Schüssel, die Brösel, und da kommt jetzt meine Butter dazu. Ich wundere, ich habe hier jetzt nicht alles hinein, denn ich habe da noch ein bisschen rumexperimentiert, wie viel ich da brauche. Und zum Schluss kam ich auf 80 Gramm. Das wird dann einfach vermengt. So sah es dann aus. Und dann braucht ihr einen Tortenring oder eine Springform mit einem Durchmesser von 26 cm. Die gibt ihr auf eine Platte und da kommt jetzt mein Streuselboden drauf, das einfach reinschütten und dann Blatt drücken. Geht eigentlich ganz gut mit dem Löffel. Man kann es aber auch mit dem Glas machen oder mit so einem kleinen Teigroller. Aber das hat jetzt eigentlich ganz gut mit dem Löffel funktioniert. Ja, der muss jetzt wieder fest werden, also besser gesagt, die Butter muss fest werden. Der darf dann eine gute Stunde in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit bereite ich meine Gelatine vor. Ich hatte hier jetzt wieder gemahlene Gelatine, denn ich hatte noch was übrig, das musste weg. Da kommen jetzt, wie viel waren es? Ich glaube 8 Esslöffel Wasser dazu. Bei Blattgelatine einfach nach Packungsanleitung einweichen. Die hier jetzt gut verrühren und dann gute 10 Minuten quellen lassen. Also die wird dann fest. Ganz wichtig. Also es dauert so 10 Minuten. Ja, in der Zwischenzeit können wir weitermachen mit der Sahne. Die wird einfach nur steif geschlagen. Ich mache es meistens sehr gern mit meinem Handrührer. Ja, das sollte man nicht machen. Wenn man so einen kleinen Behälter nimmt, war sowieso ganz schön knapp. Und dann loslassen, dann kann es nicht passieren, dass der Behälter mal ein bisschen seine Runden dreht. Ja, das Ganze wird steif geschlagen. Der Marc kann hier auch jetzt noch Vanillezucker dazu geben, aber ich mache das eigentlich grundsätzlich nicht. Denn ich habe auch festgestellt, Sahne steif ist auch nicht unbedingt wichtig. Ja, Sahne ist fest. Man hat es gesehen, sie fällt nicht raus, wenn man sie umdreht. Dann habe ich hier jetzt meinen Schmand und meinen Joghurt schon bereits in einer Schüssel. Da gebe ich jetzt den Zucker dazu. Das ist jetzt die Kokosmilch. Bei mir steht die Kokosmilch in der Speis. Das heißt, da ist nicht warm, da ist nicht kalt. Da kann es sein, dass die Kokosmilch oben so eine Flüssigkeit bildet. Ihr müsst die einfach nur einen Tag vorher in den Kühlschrank stellen. Dann ist die Flüssigkeit oben weg, denn die verbindet sich dann wieder mit dieser Kokosmilch. Und dann habt ihr eine reine Kokosmilch, also eine schöne, cremige, weiße Kokosmilch. Die kommt damit hinein, eine ganze Dose. Und dann hatte ich hier noch den Saft einer Zitrone, einer halben Bio-Zitrone, wer mag, kann auch ein bisschen mehr dazu geben. Ich habe jetzt hier einen Kokoslikör mit hinein, der muss nicht rein. Ihr könnt ihn weglassen, wenn ihr es ohne Alkohol wollt. Also einfach weglassen und dann passt die Sache. Ja, und das Ganze wird jetzt gut verrührt. Richtig schön cremig rühren. Ich mache das immer so lange, bis man halt einfach den Zucker nicht mehr hört. Ich finde, das hört man. Dann brauche ich jetzt meine Gelatine, die ist jetzt fest, die kommt jetzt in einen Topf, hätte ich eigentlich gleich in den Topf machen können. Ne? Ja, hinterher ist man meistens schlauer. Die habe ich jetzt erhitzt, nicht kochen lassen, genauso wie bei der Blattgelatine. Und jetzt muss ich die Gelatine der Creme anpassen, genauso wie bei der Blattgelatine, einfach ein paar Esslöffel dazugeben und gut verrühren. Und dann muss das Ganze auch ziemlich schnell gehen. Und zwar kommt dann diese Gelatine-Cremeflüssigkeit in die Creme mit hinein und dann muss das auch sehr zügig
verrührt werden. Denn es kann, muss nicht sein, kann aber sein, ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass sie so schnell fest wird, dass sie dann während des Rührens sich Klumpen gebildet haben. Also schnell hineinrühren. So sah sie dann aus. Und jetzt kommt meine Sahne dazu. Ich habe mich jetzt für den Schneebesen entschieden. Einfach hineinrühren. Ich habe es auf 2-3 Mal gemacht mit der Sahne. Und dann kommen hier auch diese Schokostreusel dazu. Also das typische Split. Ja. Wer das nicht mag, kann es auch weglassen. Ihr könnt aber auch diese Schokoraspel nehmen. Das funktioniert auch. Das ist vielleicht sogar noch ein Tick besser, würde ich sagen. Das alles gut verrühren. Ja, da habe ich kurz probiert. Und dann ist meine Creme soweit auch fertig. Dann brauche ich meinen Boden wieder, der ist jetzt fest. Und dann gebe ich jetzt einfach meine Creme darauf. Ich muss das ja auch gar nicht großartig verstreichen. Das hat sich sehr schön, also sehr schön verbreitet in meiner Form. Und dann darf das Ganze gute 4 bis 6 Stunden, also ich würde sagen, schon fast sagen, sagen wir 6 Stunden in den Kühlschrank. Ja, und nach dem Kühlen können wir den Tortenring entfernen. Und sieht sie nicht doll aus. Also ich finde, für eine Sommertorte, die müssen gar nicht so hoch sein. Diese Höhe passt vollkommen. Ich habe sie hier jetzt eingeteilt in 14 Stücke. Und dann habe ich die 200 ml Sahne mit Vanillezucker steif geschlagen. Und das hier sind die Toffifees. Das ist unbezahlte Werbung. Ich habe die gesehen und hatte sofort diese Torte im Kopf. Eine Kokosnusstorte. Und damit das alles ein bisschen Farbe hat, habe ich noch Erdbeeren dazu genommen. Ihr könnt auch Aprikosen nehmen oder ihr könnt es weglassen oder Ananas wäre vielleicht auch noch so schön tropisch. Ja, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also die Sahne habe ich steif geschlagen, kommt in einen Spritzbeutel mit französischer Lochthülle. Die Größe schreibe ich euch unten in die Infobox und dann mache ich jetzt auf oben 14 Tuffs drauf. Und ich muss sagen, diese 200 oder 150 ml haben gerade so lang auf dem letzten Spritzer. Dann nehme ich meine Toffifees, die sehen total schön aus, da ist nämlich das, also die Kokoscreme ist schön weiß und das sah richtig cool aus. Auf jeden Tuff kommt da eins drauf. Und dann habe ich vor jedem Toffifee eine halbe Erdbeere gelegt. Also da müsst ihr ein bisschen drauf schauen, dass die Erdbeeren nicht zu groß sind. Denn dann wird es zu eng. Also ich habe schon zum Glück kleine gehabt. Das waren deutsche Erdbeeren. Ja, und dann in die Mitte noch ein bisschen Kokosflocken oder Kokosraspeln. Und dann, bis ihr sie verzehrt oder essen wollt, würde ich sie nochmal kalt stellen. Und ich finde, es ist die Sommertorte überhaupt. Schön durchgekühlt kann man die auch an heißen Tagen essen. Und die schmeckt wirklich total lecker nach Kokosnuss. Durch diese Kokosnusscreme, das war echt genial. Also ich liebe sowas und ich finde, es passt einfach super zum Sommer. Und ich kann es euch echt empfehlen. Und durch diese neuen Toffifees, ich finde sie richtig hübsch. Nicht zu groß, nicht zu mächtig und schön sommerlich. Jo, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.